Wenn du dir ab und zu mal Hörbücher aussuchst, danach wer sie liest und ein bisschen mehr zu den Stimmen erfahren möchtest, dann ist dieses Video genau richtig für dich, denn hier stelle ich dir ein paar Sprecher und Sprecherinnen vor. Also zumindest in dieser Videoreihe. Viel Spaß dabei. Hi Freunde des Hörbuchs, ich bin der Louis und hier geht es um Hörbücher. Heute geht es aber ausnahmsweise mal nicht um ein Buch selbst, sondern es geht um Leute, die diese Bücher eingesprochen haben. Zwei Stück an der Zahl. Es sind nämlich sehr, sehr viele, die es da gibt und auch sehr, sehr viele, mit denen wir schon zusammengearbeitet haben. Aber ich dachte mir, ich lege heute mal den Fokus auf zwei wirklich große Namen, die auch an verschiedenen Projekten zusammengearbeitet haben. Nämlich Uwe Teschner und Vera Tales. Ich will aber mehr Videos zu dem ganzen Thema machen. Schreibt doch mal in den Kommentaren, was ihr davon so haltet. Wollt ihr das überhaupt wissen oder nicht? Ich finde es auf jeden Fall spannend, da so ein bisschen mehr zu den Stimmen zu erfahren. Und deswegen starten wir heute mit den beiden. Und ich werde regelmäßig weitere Videos veröffentlichen, wo dann wieder neue Namen vorgestellt werden. Heute verrate ich euch aber mal mehrere Sachen zu Uwe Teschner und Vera Tales. Beispielsweise, in welchen 5 Hörbüchern bzw. Hörspielen sie gemeinsam zusammengearbeitet haben. Dann habt ihr auch ein paar Titel, die ihr euch vielleicht wieder anhören könnt. Außerdem verrate ich euch, wer von beiden beritten Bogen schießen kann. Und ich verrate euch, wer von beiden das Morinkur oder auch die mongolische Pferdekopfgeige spielen kann. Wenn ihr jetzt schon einen Tipp habt, dann schreibt ihn auf und überprüft es. Im Video werde ich es euch natürlich dann verraten. Und kommentiert im Nachhinein dann mal, ob ihr richtig lagt. Also, wer von beiden spielt Morinkur und wer von beiden kann beritten Bogen schießen. Uwe Teschner wurde 1973 in Leipzig geboren. Ich schätze mal, er ist wahrscheinlich deshalb sehr vielen Leuten ein Begriff, weil er einfach so unglaublich vieles Verschiedenes macht. Von Kinderbüchern über Science Fiction bis hin zu Zombie-Apokalypse ist einfach alles dabei. Und die Betonung liegt dabei auf, er macht vieles, denn er hat laut seiner eigenen Website schon über 500 Hörbücher eingesprochen. Und die Zahl ist natürlich steigend, weil Uwe Teschner ist ein begehrter Sprecher. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, 500 Hörbücher, so viel lesen manche Leute gar nicht mal an Büchern in ihrem ganzen Leben, die hat er eingesprochen und dann ist er ja auch noch nicht nur Sprecher für Hörbücher, sondern auch für Synchronarbeiten und für Voice-Over-Arbeiten für den Film. Er macht also zum Beispiel auch Voice-Overs für zum Beispiel Werbefilme und Dokumentationen. Und da merkt man einfach mal, wie viel Arbeit eigentlich da so drin steckt, wenn man von diesem Beruf leben möchte. Den Beruf als Sprecher übt er übrigens seit 2007 aus. Er nimmt professionellen Unterricht und hat davor auch studiert. Er hat aber nicht irgendwie das Sprechen studiert, sondern Musik. Er hat Musik studiert in Potsdam mit Schwerpunkt auf Gitarre und Gesang. Er kann also nicht nur sprechen, sondern er kann vermutlich auch singen. Dass Uwe Teschner seinen Beruf besonders gut kann, würden wahrscheinlich viele auch einfach so unterschreiben. Es gibt aber auch Zahlen dazu. 2019 wurde er zum Beispiel von BookBeat, dem Streamingdienst, zum beliebtesten männlichen Sprecher gekürt. Denn die Bücher, die er vorgelesen hat, haben die meiste Hörzeit zusammenbekommen. Also gemessen an den Stunden, wie lange einem Sprecher zugehört wurde, da schnitt Uwe Teschner am besten ab. Er war also der beliebteste männliche Sprecher auf BookBeat. Das kann natürlich an vielen Faktoren liegen. Ich bin der Meinung, es liegt auch so ein bisschen daran, dass man dem Mann einfach gerne zuhört. Er kann das einfach sehr, sehr gut. Er liest aber auch natürlich sehr viel, wie ich vorhin gesagt habe. Und er liest auch sehr viele namhafte Autoren und Autorinnen. Darunter zum Beispiel Margaret Atwood, J.K. Rowling, Ionesco und auch Ramez Naam. Wofür er vielleicht aber nicht so bekannt ist, was aber ein cooler Funfact ist, finde ich, zu ihm, ist, dass er das Morinkur spielen kann. Die mongolische Pferdekopfgeige. Und damit habt ihr auch schon die Auflösung zu dem Quiz vom Anfang. In so einigen Produktionen, 5 Stück an der Zahl, die werde ich euch dann später noch kurz vorstellen, hat er mit einer ganz bestimmten Kollegin zusammengearbeitet, nämlich Vera Tales. Und die ist auch ein sehr, sehr großer Name in dem ganzen Synchronsprecher-Sprecherinnen-Business. Sie wurde 1971 geboren und ist nicht nur Sprecherin, sondern auch Schauspielerin und natürlich auch Synchronsprecherin, also nicht nur Sprecherin für Hörbücher. Und so kann es zum Beispiel sein, dass ihr sie durchaus auch aus Fernsehfilmproduktionen kennen könntet oder auch aus Kinofilmen. Da hatte sie öfters mal Nebenrollen, beispielsweise in Danny Lowinski, Großstadtrevier oder auch Soko Köln. Sie ist aber wahrscheinlich ein bisschen bekannter für ihre Stimme. Aktuell ist sie beispielsweise auch im Kino zu hören, nämlich als die deutsche Stimme von Naomi Harris, die
Eve Moneypenny in James Bond spielt. Aber Vera Tate ist natürlich nicht nur in James Bond zu hören, sondern auch in langjährig laufenden Serien, wie zum Beispiel die mittlerweile abgeschlossene Serie The Mentalist. Da hat sie Theresa Lispen gesprochen im Deutschen. Oder auch in dem Tarantino-Streifen The Hateful Eight. Dort war sie die deutsche Synchronstimme von Jennifer Jason Leigh, a.k.a. Daisy Domergue, die Gefangene, die da überall rumgeschleppt wird, falls ihr euch an den Film nicht erinnert. Man hat sie aber beispielsweise auch in Fluch der Karibik gehört oder in der ein oder anderen deutschen Version von Helena Bonham Carter. Ihre Ausbildung zur Schauspielerin hat sie übrigens im Theater am Keller in Köln gemacht und hat die auch mit Auszeichnung sogar absolviert. Das heißt, die Frau hat auf jeden Fall einiges drauf. Danach kamen dann einige Engagements an Theatern, unter anderem auch Staatstheatern. Und ein kleiner erster Fun-Fact am Rande, als ich sie so recherchiert habe, da kommt man natürlich auf den ein oder anderen Wikipedia-Artikel und da ist mir aufgefallen, dass es ihren Wikipedia-Artikel auf Plattdeutsch gibt. Ich wusste gar nicht, dass es Wikipedia auch auf Plattdeutsch gibt. Ich fand das ziemlich lustig und ich fand es ziemlich cool auch irgendwie, dass es ihren Artikel da so auf Plattdeutsch gibt. Ich spreche es natürlich nicht, aber ich fand es sehr lustig und wollte das mal so am Rande mit euch teilen. Ein tatsächlich anderer Funfact ist aber, dass sie Briten Bogenschießen kann und Kung Fu. Legt euch also mit dieser Frau nicht an, die hat einiges drauf und die vermöbelt euch vermutlich den Popo. Beeindruckende Frau. Und diese Frau hat mit Uwe Teschl zusammen so einige Produktionen gemacht. 5 sind es an der Zahl, die ich euch heute mal rausgesucht habe. In der Vertonung von Ausweglos von Henry Faber sind zum Beispiel beide zu hören. Ebenso in der Audible Original Serie 6 Degrees in der ersten Staffel. Dort sind beide Polizisten, soweit ich das gelesen habe. Aber auch in der Hörspielversion von Sebastian Fitzeks Amok-Spiel treten beide auf. Und nicht zuletzt könnt ihr sie natürlich auch beide bei uns hören im Verlagsprogramm, nämlich in der Vertonung von Anno Initium. Oder genauer gesagt, im ersten Teil und im zweiten Teil, die Gestrandeten und die Verlorenen von Dinku Skopjak. Das heißt, Vera Tate spricht die weiblichen Figuren und Uwe Teschner den Rest. Was mich jetzt aber interessiert, ist, welche Hörbücher euch von den beiden am meisten taugen. Das heißt natürlich nicht nur, wo beide gleichzeitig auftauchen, sondern auch generell. Also habt ihr einzelne Hörbücher von Vera Tate oder von Uwe Teschner, die euch wirklich am besten gefallen haben. Dann hinterlasst das in den Kommentaren und ich klicke mich mal durch, ob ich da vielleicht das eine oder andere schon kenne. Ich fand zum Beispiel die Anno Initium-Reihe ziemlich, ziemlich cool. Und was ihr dabei natürlich nicht vergessen dürft, ist zu hinterlassen, ob ihr richtig geraten habt, was das Quiz am Anfang betrifft oder auch nicht. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen restlichen Tag und sage Tschüss, Ciao und Servus.